Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir sind heute am Start mit einer neuen Reaction auf den lieben, sehr, sehr sympathischen Sascha, Freunde. Er hat ein neues Video hochgeladen mit Pietro, das sollte eigentlich gestern schon kommen. Jetzt kommt es erst heute, Freunde, aber wie versprochen, schauen wir uns das trotzdem noch an. Ich habe meine Cam ein bisschen umgestellt, also von den Einstellungen her, deswegen müsste ich ein bisschen geiler aussehen, bis auf die zwei Softboxen, die im Hintergrund stehen. Huch, Freunde, aber gut, nevermind, wir schauen jetzt rein, weil Pietro ist Gift, ich habe es noch nicht gesehen. Und ich bin sehr gespannt, weil etwas Neues mit Pietro hochgeladen wurde. Und ich mag Pietro sehr, sehr gerne. Ich bin sein großer Fan, habe zwei Fanclubs und auch die Ehrenkarte. Los geht's, Freunde. Ich weiß gar nicht, wo ich heute anfangen soll. Am besten am Anfang, danke. Wurde sich gewünscht, dass ich wieder mit dieser Person ein Video drehe. Oh. Sorry, ich war, als ich geklatscht habe, war ich zu laut, Jungs. Ich hoffe zu klatschen, es tut mir leid. Simon, Alter. Ich will zurück, Simon. Ein anderes Profil geht folgendermaßen. Ich schwör's euch aber, Pietro ist tausendmal sympathischer geworden durch diese Videos von Sascha. Er ist richtig so ein kleiner Wolleproppen, den man ein bisschen proppen möchte. Benny hinter der Kamera sagt jetzt ein bisschen weh. Benny! Benny sagt zum Beispiel, Jungs, ein anderes Wort für Schuhe. Ich sag Treter, stimmt nicht. Treter ist schon ein richtiger Begriff dafür, aber Sneaker. Du sagst Sneaker. Sneaker ist das Wort, was er aufgeschrieben okay. hat. Punkt okay, okay. Ganz einfach. Ich würde Easy. Sagen, erster Easy. Begriff, let's go. Ein anderes Wort für schön. Hübsch! Gut aussehend. Attraktiv! Ja. Diese Fachbegriffe kennt doch keiner, Mann. Attraktiv, wie viele T's hat das? 8 oder was? Der erste Punkt, warum immer der erste Punkt? Oh, ich bin da! Ein anderes Wort für Sänger. Musiker, Artist, Performer, Gesangskünstler. Hä? Sänger? Ich bin Sänger und ich größte Sorte. Vocal Artist. Entertainer. Ja! Oh mein Nein, Gott! Vokalist! Ja! Yeah. Oh. Oha, Digga, Spendi, die Wörter kommen nicht von ihm selber. Ich sag's euch, der gute alte Spendi hat die Wörter nicht selbst ausgedacht. Dafür reichen die drei Gehirnzellen nicht aus, glaube ich. No front. Ey, ich sehe schon, Simon ist gerade safe ausgedacht. Simon! Ein anderes Wort für Uhr. Uhr? Luxusgüter, Luxusgüter. Ja, wer kennt's nicht, Freunde? Ich habe auch eine Wand Luxusgüter und auch ein Luxusgüterwecker, Digga. Kennt man. Digga, Uhr. Gibt's nichts anderes. Hä? Hä? Uhr? Wahrscheinlich Uhrzeit-Anzeigegerät oder sowas. Für Uhr. Uhr? Luxusgüter. Anderes Wort für Uhr. Zeitmesser. Schmuckstück. Zeitmesser. Oh nein, ich hab da keinen Bock mehr drauf, Alter. Ich bin auf 177, Alter, noch 3% und ich raste hier komplett aus. Ja! Ein anderes Wort für Gehirn. Kopf, Gehirn. Kopf. Nervensystem. Raste hier komplett aus. Zentrales ja! Nervensystem. Ein anderes Wort für Gehirn. Kopf, Gehirn. Ein anderes Wort für Gehirn. Dummkopf. Ist mal, ja. True. Verstand! Verstand! Ja! Ja, Verstand, egal, kann man drüber streiten. Ich würde lieber sagen, zentrales Nervensystem ist besser als... Also jetzt muss ich ja auch mal die 300 IQ-Karte ausspielen. Ja, Verstand. Ja! Ein anderes Wort für helfen. Vorsorglich. Unterstützen. Gefallen machen. Bereit sein. Spendi. Noch einmal so eine Frage. Ich da sein. Anfangen. Anpacken. Ja! Anfangen. Ja! Okay. Simon, ganz kurz Update. Sieht gut aus für unsere Statistik. Ey, ich freue mich echt immer auf die Reaction von Simon, Mann. Das ist das Einzige, wofür ich im Leben lebe. Ein anderes Wort für Dunkelheit. Helligkeit. Oh, Finsternis. Dämmerung. Finsternis ist gut, ist stark, ist stark. Ein anderes Wort. Ey, ich weiß nicht, Freunde, hat Pietro einen eigenen YouTube-Channel? Der muss da eigene solche Videos machen oder einfach irgendwas. Pietro ist einfach ein Gott. Für Handy. Telefon. Smartphone. Smartphone. Mobiltelefon. Oh, du Arschloch, Alter. Hey, Werbefreundlichkeit. Oh. Er wird richtig persönlich, Alter. Du blöd, Mann. Ein anderes Wort. Digga, das wird das beste Pietro-Video bis jetzt. Das ist richtig süß. Für Charts. Trends. Hitparade. Hitliste. Ja. Oh nein, Hitliste. Oh nein! Mein Gott, was? Nein! Wir lieben uns zwar, aber du bist mein größter Konkurrent im Spiel. Wir spielen ja auch gegeneinander als ein, also. Ein anderes Wort für gehen. Laufen. Ja. Leute, laufen und gehen ist nicht das gleiche. Jordan. Ich habe immer mit Jordan diese Diskussion. Was laufen, gehen, sprinten, joggen heißt. Normale Menschen, laufen und gehen ist nicht das gleiche.
Laufen und gehen ist nicht das Gleiche. Er sagt, ey, ja, wir können da ja hinlaufen. Ich denke so, was willst du laufen? Wir können da hingehen. Ja, sag ich doch. Nein, gehen und laufen ist nicht das Gleiche, Freunde. Laufen ist doch definitiv schneller als gehen, oder nicht? Da müssen wir uns einig sein. Ey, Leute, jetzt mal Real Talk. Eins in den Chat. Freunde, da komme ich sogar in die große Ansicht. Hi. Eins in den Chat. Real Talk. Eins in Chat. Jetzt eins in die Kommentare. Wenn laufen und gehen was anderes ist und wenn laufen schneller ist. Und zwei oder eine drei, wenn laufen und gehen das Gleiche ist. Vom Speed-Level. Es geht um Speed-Level, Freunde. Ich weiß, bei beiden Fortbewegungsmöglichkeiten benutzt man die Beine. Aber es geht um das Speed-Level. Danke. Ja! Yeah! Es war ein klassischer One-Take! Was? Ein anderes Synonym für... Oh, was ist das Synonym? Digga, Spendi ist echt schlau geworden, muss man sagen. Die letzten Folgen haben ihn gut getan. Oh, der Arme, Alter. Ein anderes Wort für Auto. Mobil. Kfz. Es wäre auch wirklich das Mobiltelefon an der Stelle gewesen. Die einfachsten Dinge. Digga, Pietro ist so süß, Mann. Er ist so süß. Das ist Wort für Werbung. Für Pause! Placement, Product Placement. Werbung? Nein. Ich weiß es nicht. Product Placement? Ich hab's schon gesagt. Das muss ich mir nochmal ansehen, Digga. Product Placement. Product Placement? Digga, das Gesicht ist doch so süß. Warum ist Pietro heute so süß, Jörg? Warum ist er so süß heute? Ich hab's doch schon gesagt. Nein, das ist doch falsch. Werbeanzeige. Produktplatzierung. Ich bin dir, du bist... Ich hasse dich. Ein anderes Wort für Casino. Spielhalle. Ja, Spielhalle. Simon! Digga, das ist ein neuer Clip. Die Lache muss ein neuer Clip sein bei Sascha. Spielothek, Spielcasino. Die Lache jetzt von Pietro. Spielhalle. Neuer Clip. Simon! Einmal sage ich nicht enttäuscht. Jetzt bist du wieder stolz auf mich. Und das ist schön. Oh. Ein anderes Wort für abholzen. Was? Baumfällen. Abholzen. Fällen. Leute, falls ihr eine Fortsetzung von einem anderes Wort für bitte, wollt, bitte. Daumen nach oben da. Simon, Grüße gehen raus nach Madeira. Das mit einem Schiff nach Amerika geflogen ist. Falls ihr den Kanal nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abonnement da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, ja. Wenn es heißt... Okay, Freunde, ich schwör's euch, der beste Gast bei Unsympathisch ist einfach Pietro Lombardi, ja? Ich würde eigentlich gerne New Pietro haben. Ich würde gerne zwei Pietros da haben. Scheiß auf Sascha, Freunde. Einzelchat, wenn das stimmt, ja? Gut, Freunde, macht gerne mit beim Laufen-Gehen-Contest. Enttäuscht mich bitte nicht, ja? Real Talk, enttäuscht mich nicht, sonst gibt's Schläge. Auch für dich. Gut, Freunde, das war's an dieser Stelle. Wir sehen uns morgen wieder mit 4 knackigen Videos. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Bis dann, habt einen wunderbaren Tag. Checkt das originale Video gerne ab, ganz oben in der Beschreibung. Ja, bleibt fresh, Freunde. Wir sehen uns und ciao.